der Wachleiter da. Sowas gibt es auf so einer Wache auch. Ein Wachleiter. Das ist der, der mal ganz viel zu sagen hat, den Hut auf hat und die Dienstpläne schreibt. Mit dem sollte man sich auch zunächst gut stellen. Ja, ich halte es für ein Gerücht, dass wenn man sich mit dem anlegt, dass man den nächsten Monat mehr Nachtdienste hat. Ist bestimmt ein Gerücht, aber soll auch schon mal vorgekommen sein. Ja, dieser Wachleiter, was hat er so für Aufgaben? Na, also ich sage immer, das ist so ein lammzarter, frommer Mensch, immer lieb, nett. Ne? Ähnlich wie mein damaliger Oberfeldwebel bei der Bundeswehr. Wer von euch gedient hat, der kennt ja die lieben netten Feldwebel, gerade in der Grundausbildung. Wunderbar. Ne? So ungefähr muss man sich so einen Wachleiter vorstellen. Also im Endeffekt eine Person, der man immer aus dem Weg geht. Ja? Es sei denn, man will irgendwas Dienstmäßiges und selbst dann geht man ihm aus dem Weg. Und klärt das mit den anderen Kollegen, können wir Dienste tauschen. Wenn dieser Wachleiter jetzt nicht da, also wenn der Wachleiter jetzt an der Wache ist, dann muss man natürlich einmal, gibt das so einen Tagesaufgabenplan, da steht drauf, was alles zu tun ist. Ne? So Wache reinigen, vielleicht mal Küche sauber machen. Der Kühlschrank wird dann ja auch immer gerne übersehen. So, und dann gibt es Momente, wo der einfach nicht da ist. Da hat er irgendwelche Meetings mit dem Chef oder was auch immer. Und dann ist natürlich die wichtigste Sache, die ich eben schon erwähnt habe, die Couch. Das heißt, wir legen uns natürlich, nachdem wir unser Fahrzeug gecheckt haben, wenn wir überhaupt dazu gekommen sind, weil diese Couch überprüfen ist wirklich sehr wichtig, legt man sich erstmal auf die Couch und macht ein bisschen Vormittagsstunde. Ein bisschen die Augen zu machen. Ja? Auf den harten Tag vorbereiten, könnte ja noch etwas hart werden. Dann irgendwann steht man auf, macht Mittagessen, dann wird gegessen und dann muss man ja Mittagsstunde machen. Wieder auf der Couch. Bisschen Glotze an, kann man sehr gut bei schlafen. Wieder darauf vorbereiten, dass es Einsätze gibt. So, dann irgendwann ist Kaffeekuchen, gibt's auch. Danach wieder auf die Couch. Und wenn abends denn zum Feierabend die Nachtschicht kommt, ne, dann muss man denen auch sagen, dass man die Funktionsprüfung der Couch gemacht hat und die sich gar keine Sorgen machen müssen, nachts diese Funktionsprüfung auch durchzuführen. Die können sich nachts dann lieber mit dem Fahrzeug desinfizieren und sowas beschäftigen. Die Couch ist ja soweit schon mal in Ordnung.